Oh, guck mal, eine Leiter, die können wir hochgehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Möchtest du sie jetzt zum Kampf herausfordern? Na, warte mal noch eine Sekunde. Verstehe, willst du... Ja, nein, ich will nur... Das sind Bewertungsbögen für die Arena-Mission. Delion, nicht bestanden. Richtige Antworten, eine. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen, aber er ist schwer einzuschätzen. Sanya, nicht bestanden. Richtige Antworten, 3. Ausgezeichnete Darbietung, aber sie gibt zu schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolika zu sein. Oh, ich will eine Bewertungsprobe von Mary und Hop sehen. Wie lange liegen die hier schon rum? Ich meine, räumt die nicht auf? Ich meine, gut, Frage ist überflüssig, guck dir an, was hier rumliegt, aber... Ja, lass mich einfach da rein. So, wir sind so pink, wir werden garantiert in der Arena untergehen. Uns wird keiner bemerken. Und los. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir wieder Illyrios Furlongham. Was ist denn in unsere kleine Illyri gefahren? Seht euch mal den neuen Aufzug an. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Geflogenheiten dieser seltsamen Liga. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Beide Kontrahenten begeben sich auf ihre Position. Jetzt heißt es wieder Ready to Rumble. Oh, warum brauchst du immer so lange? Na dann los. Die älteste Arena-Leiterin der Galar-Region schickt Smogmog in den Kampf. Das habe ich gehört, Freundchen. Tut mir leid, das sind nur grundlegende Fakten. Denn wir wissen alle, dass sie bereits seit 70 Jahren diese Arena leitet, nachdem sie diese von ihrer Mutter übernommen hat. Jetzt hat sie allerdings ihr süßes Stupsnäschen voll und sucht nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Wir wollen ja hier niemanden ausschließen. Okay, labert ihr mal weiter. Währenddessen Gift-Heap auf Smogmog sollte reichen, oder? Los, Bobs, Mäulere Gift-Heap. Yo, Pollution AD. Nicht so geil. Geht. Frage! Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Die Zauberin vielleicht? Richtig! Glückwunsch! Den Attack-Boost? Initiative? Oh, okay, das als gar nichts. Wie war das gerade? Hat Gift überhaupt was gebracht? Ich glaube nicht. Ich mach mal einen Overdrive. Overdrive! Und Bob setzt seinen Overdrive gegen das Smogmog ein. Ein guter Treffer, ein voller Treffer. Und damit verabschiedet sich Smogmog von der Bühne. Hey, Sarah zieht auf 44 nach. Als nächstes steht bei Papella ein Flohkiefer auf der Speisekarte. Würde Lirilios Furlongham wechseln? Ich bin mir relativ sicher, dass ich das möchte. Das ist ein Job für Fatalis. Und komm zurück und Bühne frei für Fatalis! Eine beinahe pinke Anmut in Person. Das wird Papella sicherlich freuen. Aber wird das auch ihre Fragen zurückhalten, die sie immer stellt, um die Leute aus ihrer Reserve zu locken? Das soll zwar dazu dienen, die Trainer zu fördern, aber manche behaupten, das tut sie nur aus reiner Bosheit. Was man nicht alles tut, um Nachfolger zu finden. Okay, wollen wir peitschen oder gleich losäschern? Wir können erstmal peitschen, oder? Fatalis, versuch mal die Peitsche. Ich bin mal gespannt, wie weit wir damit kommen. Feuerpeitsche von Fatalis gegen das Flugkiefer. Lässt es noch stehen. Die Verteidigung von Flugkiefer sinkt, aber dem entgegen setzt sie gleich eine Eisenabwehr. Da braucht Fatalis ganz schöne Hartnäckigkeit, um sich da durchzubeißen.
einäschern. Das kriegen wir hin, oder, Fatty? Fatalis benutzt einäschern. Und da brennt Flunkie ab, geht zurück in den Ball und Papella muss das nächste Pokémon aus ihrer Tasche kramen. Wer ist hiermit? Papella setzt Togekiss ein. Wird Fatalis dem etwas entgegenzusetzen haben oder ausgewechselt werden? Frage, was ist meine Lieblingsfarbe? Naja, also wenn du die ganze Zeit fragst, dann... Denkt man immer weiter über die Antwort auf eine Frage nach? Entsteht die Lösung aus einem selbst? Nun also... Du hast auch Lieder an dir. Vielleicht ist das eine Finte? In der Tat. Ein dunkles Lieder ist doch wunderschön, oder? Fatalis Verteidigung wird erhöht, aber wird dir das gegen dieses riesige Togekiss helfen? Okay, Fatalis, wir nehmen mal den Giftschock und gucken, was mal rumkommt, ne? Ansonsten muss Bob wieder übernehmen. Fatalis setzt Giftschock gegen Togekiss ein. Es reicht doch nicht ganz, ist aber sehr effektiv. Togekiss kontert mit einer Antikraft, die Fatalis ziemlich zusetzen könnte. Aber nein, trotz Effektivität, es steht noch. Okay, Eis. Ein Giftzahn von Fatalis. Ist das Togekiss Ende? Es steht noch, aber es vergiftet. Das könnte ziemlich Probleme am Ende der Runde bereiten. Wenn es jetzt mit Antikraft Fatalis nicht ausschaltet, tut es nicht. Dann heißt es wohl Togekiss AD. Das Gift wirkt sein Wunder und Togekiss geht zu Boden. Das heißt, Papella hat nur noch ein Pokémon und wir alle kennen es, wir alle lieben es und wir alle werden es jetzt erwarten. Okay, dann lieber Bob. Weil gegen so kleine Sahnehäubchen hat sich Bob immer ganz gut behauptet. Ich brauch gar nicht in die Kamera gucken. Bob ist wieder auf dem Feld. Wunderschönes Lieder. Vielleicht wird das reichen, um Papella zu überzeugen. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Nein, Fokus an betritt das Feld. Level 38 gegen Level 44. Man könnte meinen, dass Papella ziemlich im Nachteil ist, aber mit 70 Jahren Erfahrung muss das kein Problem sein. Sie hat ein Gespür dafür, was funktioniert und was nicht. Okay, Bob, wie wär's mit Säure? Wir wollen dir mal eine Chance geben, oder? Mach Säure. Bist du aufs Schlimmste gefasst? Zeit, sich ein bisschen zu amüsieren. Vielleicht mag Bobs Level höher sein, aber Pokusan geht in seiner Giga-Dynamax-Form jetzt einige Stockwerke mehr in die Höhe. Bob setzt Säure ein und will uns wahrscheinlich die Kuchen verderben. Pokusan ist nicht sehr begeistert. Euch fehlt es an Pink. Hier ist ein Geschenk von uns. Gigalichtblick. Der Gigalichtblick rieselt aus dem Himmel und lässt Bob beinahe unversehrt. Das war keine effektive Attacke, muss ich sagen. Aber immerhin gewinnt Pokusan ein wenig Energie zurück. Yo, soll ich volle Pulle angreifen? Ja, yep. Greif volle Pulle an. Okay, Gift-Hieb. Oh, das hat Pokusan ganz schön zugesetzt, aber es kommt dann mit einem weiteren Lichtangriff. Kann Papella das noch wenden? Aber das sollten wir hinkriegen, oder? Nun denn, wie alt bin ich? Naja, der Typ sagt die ganze Zeit, du machst das seit 70 Jahren, also... Hier übrigens eine Lektion fürs Leben, liebe Freunde. Wenn eine Frau so etwas fragt, im Zweifel immer die kleinere Nummer. Das ist eine tolle Antwort! Unsere Papella ist hin und weg von dieser Antwort. Angriff und Spezialangriff vom Bob steigen. Damit wird er wahrscheinlich diese Tortenschlacht jetzt beenden. Bob, Gifty, los! Jo. Und da ist das Pokusan im Eimer. Es explodiert und wird in der gesamten Arena verteilt. Ja, Mist.
ihren Kuchen kann ich vergessen. Das war eine interessante Tortenschlacht. Die Pokémon von Lee lämmeln noch ein wenig vor sich hin. Und somit gewinnt sie gegen Arenaleiterin Papella und sichert sich ihren 5. Orden. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Aber ich hatte ein komplett pinkes Outfit draußen. Ich musste es nur ablegen. Das ist so unfair. All die Schmach für nichts. Mein Rücken. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Aber woran hat's denn gelegen? Ich meine, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Mein 7. Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Bitte brech mir nicht die Hände. Chica! Ich bin froh, wenn ich aus diesen Sachen wieder rauskomme. Und hier hast du noch eine TM. Setze sie weise ein. Diebeskuss. Ja, Diebeskuss ist immer nett. Danke. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben. Und zwar mit dieser Uniform. Tu mir einen Gefallen und probier sie mal an, ja? Okay. Nur für dich. Wir sehen uns später. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Sie ist schon cool, ne? Oh, wie ich sehe, hast du von Papella eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, befindet sich in Chichester. So hieß der Ort, dessen Namen ich vergessen habe. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, jetzt fällt mir wie von... Ich stand auf dem Schlauch, lass mich doch. Wobei mir einfällt, ich kann ja mal wieder die Schlauchsicht anmachen. So. Will mich irgendwer zutexten? Das passiert normalerweise an dieser Stelle. Nein? Dann wahrscheinlich, sobald ich das Ding verlasse. Die ist wirklich total stark und so pink. Die richtigen Antworten auf Papellas Quiz sind Zauberin Lila 16. Ja, manchmal ist sie wohl etwas eigen. Selbst der Champ wird Papellas Ansprüchen nicht gerecht. Nein, offenbar nicht. Zumindest laut diesen Dokumentationen von damals nicht. Papellas Quizfragen sind doch echt übertrieben, findest du nicht auch? Ach, wieso? Geht. Geht, geht, geht. Das Makabaya, das ich gefangen habe, ist total seltenes Exemplar. Ich hoffe, es benimmt sich. Wir werden es nie rausfinden, weil ich es nie benutzen werde, das arme Ding. Tut mir ein bisschen leid. Es sollte benutzt werden, also nicht im Sinne von ausgenutzt, sondern halt geliebt und bekämpft und so, ne? Das sollte nicht nur ein Eintrag im Pokédex sein, dieses arme. Aber sollten alle. Aber das Spiel regt dazu an, sich einfach haufenweise Viecher in die Box zu klatschen und pff. Von daher... Ich glaube, dieses Spiel ist einfach nicht für Freundschaft mit seinen Pokémon ausgelegt. Ich meine, sie tun immer so, als wäre es das, aber im Endeffekt ist es das nicht. Sie geben sich Mühe, dass es in die Richtung kommt mit ihren ganzen EP-Sonderbonbons und DP-Sonderbonbons und weiß ich was, Sonderverdingern. Also mittlerweile kannst du fast jedes Pokémon kompetitiv machen, aber dass es überhaupt kompetitiv sein muss, ist immer noch so das Problem in der Sache, glaube ich. Dass das sein kann. Stell dir mal vor, diese ganzen Werte wären bei jedem Pokémon einfach gleich. Ich meine, klar, dann ist es nicht mehr individuell. Aber du kannst wenigstens einfach dein Pokémon so nehmen, wie es ist und musst nicht ewig an ihm herumdoktern. Weil, was ist nicht Liebe, wenn die Akzeptanz des anderen... naja, Vertrauen ist im Prinzip. Aber egal, egal. Ich will jetzt nicht ins Thema Liebe einsteigen. Wobei, können wir machen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ja, ich sag nicht, dass ihr dabei was lernt von mir. Na, Maron? Jetzt werden die Leute gar nicht mehr aufhören, von dir zu reden. Ich vergesse nie, du bist meine Nummer 1. Wir sehen uns später. Chichester ist der nächste Termin, okay? Okay, wer ist das diesmal? Warte, Kindchen! Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten?
Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, so musst du so oder so zurück nach Cloud City. Ich bin mir nicht sicher. Mach mal lieber noch nicht. Ich will unterwegs noch woanders vorbeischauen. Ha, schon verstanden. Mir gefällt, dass du dich ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren willst. Aber da deine nächste Station Chichester ist, musst du ohnehin durch Cloud City. Dann lauf halt alleine. Ich verstehe schon, ich bin zu langsam für dich. Sorry. Aber nö, jetzt nicht.